Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor ein paar Tagen haben wir in einem kleinen Kreis von 20 Menschen den heiligen Rochus besser kennengelernt. In unserer Reihe Altargeflüster saßen wir abends um den Altar in der Lorenzkirche herum und tauschten uns aus. Dieser Rochus, liebevoll sich kümmernd, dann selbst krank werdend, wurde wundersam geheilt und von einem Hund ernährt. In der Heimatstadt, dann als Spion verhaftet, wird er erst auf dem Totenbett erkannt. Wir sind der Patrizierfamilie Imhoff sehr dankbar, dass sie den Heiligen aus Venedig hier nach Nürnberg geholt hat. Als dann nach der Pest von 1517-18 die Friedhöfe aus der Innenstadt ausgelagert wurden, kam der Lorenzer Friedhof neben das Dörfchen Gostenhof und Rochus wanderte mit. Einer der beliebtesten Heiligen in der Region und der Zeit gab auch dieser Kapelle hier auf dem Rochusfriedhof seinen Namen. In dieser Kapelle, um die sich die gleiche Patrizierfamilie immer noch kümmert, feiern wir jetzt diesen evangelischen Gottesdienst zum 17. Sonntag nach Trinitatis. Ich als Lorenzer Pfarrer und einige engagierte Gemeindeglieder. Mit der Reformation in Nürnberg traten die Heiligen in den Hintergrund. Die Fragen aber blieben die gleichen. Immer noch gab es Seuchen, Krankheiten, schwere Schicksale und jede Zeit muss ihre Fragen in der Art ihrer Zeit beantworten. Martin Luther wäre wohl der Erste, der, wenn er heute noch mal leben würde, seine damaligen Antworten kritisch hinterfragen würde. Und auch Paulus, von dem unser Predigttext heute stammt, hätte wahrscheinlich ganz andere Fragen und Antworten. So bleibt es an uns, unseren Paulustext heute mit der Brille des Spätsommers 2024 zu betrachten. Was bleibt, ist die Grundlage der Liebe Gottes, die sich niemals ändert und die sich im Spruch dieser Woche zum Beispiel so anhört. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nochmal, wie schön, dass Sie jetzt mit uns feiern. Ich bete. Du bist kein Gott der Bedrohung oder der Einschüchterung, sondern unermüdlich gewinnend bist du der Schöpfer von Leben. Gib uns die Stärke des Glaubens, damit wir Rückhalt finden, wenn das Leben uns zu schaffen macht. Wenn Sorgen und Probleme uns lähmen, öffne die Türen und Fenster unseres Geistes für dein Wort, damit dein Segen Eingang findet in unser Leben. Durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Römer im 10. Kapitel. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.
Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wir bekennen unseren gemeinsamen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das große Reformationsjubiläum von 2017 kommt mir immer mal wieder in den Sinn, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Einer der spannendsten Sätze war, dass es doch im Sinne Luthers sein müsste, ihn kritisch zu sehen, gerade bei den Aussagen, die offensichtlich seiner Zeit geschuldet sind. Gilt das auch für Paulus, der unseren heutigen Predigttext geschrieben hat? Luther würde wohl sagen, klar, wir müssen auch die Heilige Schrift mit den Augen unserer Zeit betrachten und müssen diese Herausforderungen in jeder Generation wieder neu aufnehmen. Wir leben heute im Jahr 2024, 507 Jahre nach dem festgelegten Datum der Reformation und etwa 1950 Jahre nach Paulus. Es sind ganz andere Zeiten angebrochen. Wir kämpfen nicht mehr mit den Katholiken und in Sachen Israel gibt es ganz andere Fragen als für Paulus damals. Die biblische Botschaft trifft zum Beispiel hier, 2024, auf Menschen in einer schon ziemlich säkularen Großstadt Nürnberg. Die Verse aus dem Brief des Paulus an die Römer im 10. Kapitel werden nicht von vielen gleich verstanden.
bekennen, glauben, anrufen, gerettet werden, die alten Fragen. Wie werde ich gerettet? Wie werde ich gerecht? Diese Fragen sind auch 2024, ja, sie sind noch aktuell, aber heute ganz anders formuliert. Wie gelingt mein Leben? Wie erhält es Sinn und Tiefe? Und gibt es überhaupt einen Gott? Paulus überlegt im Vorfeld unserer Verse, wie das Verhältnis zwischen Israel und der jungen christlichen Gemeinde gedacht werden kann. Und er schreibt hier, dass es zum Glauben, zum Gerechtwerden das Predigen braucht. Es braucht Prediger. Juhu, das beziehe ich jetzt mal auf mich. Aber vielleicht geht es hier gar nicht so sehr um Frau und Herrn Pfarrer. Manchmal ist was anderes gemeint. Schauen wir mal. Wir werden jetzt erst einmal in 5 Sätzen zusammenfassen, wie unser Predigttext normalerweise gedeutet wird. Und dann überlegen wir, wie das mit dem Predigen und dem Glauben heutzutage in einer Großstadt zu verstehen sein könnte. Erstens, die Message. Das, worum es geht. Die Botschaft geht von Gott aus. Das lebendige Wort, Jesus Christus und was sein Sterben und Auferstehen für die Welt und mich bedeutet. Es ist Gottes Handeln, Gottes Initiative, Gottes Nachricht. Zweitens, man kann Gott und seiner Botschaft gegenüber gehorsam oder ungehorsam sein, was auch immer das bedeutet. Ob Israel Gott ungehorsam ist, wenn es nicht glaubt, was Jesus gepredigt hat, das ist hier bei Paulus nicht so ganz raus. Aber für Paulus steht fest, man kann Gottes Botschaft glauben oder auch nicht. Drittens, Gottes Botschaft ist uneingeschränkt gut. Euangelion, Spitze. Die Überbringer sind Freudenboten. Es ist eine offensichtlich coole Sache. Da steckt Freiheit drin und das, wonach sich Menschen im tiefsten sehnen. Viertens. Schon immer scheint das Ankommen der Botschaft bei den Leuten gefährdet. Ist auch zu Paulus Zeiten schon ein alter Hut. Was Gott zu sagen hat, trifft nicht immer auf offene Ohren. Das liegt nicht unbedingt am Prediger. Fünftens. Aber Gott scheint immerhin dafür zu sorgen, dass seine Botschaft weltweit gehört werden könnte. Um den Glauben an seine gute Botschaft zu wecken, braucht es Predigerinnen und Prediger. Aber scheinbar dann auch wieder nicht. Irgendwie sorgt Gott dafür, dass der Schall der Prediger in alle Lande geht und bis an die Enden der Welt gehört wird. Und spätestens jetzt ist klar, da kann es nicht um die sonntäglichen 20 Minuten der Frau Pastorin oder des Herrn Pfarrers gehen. Gott hat andere Wege und Möglichkeiten. Soweit der allgemeine Teil. Jetzt sind wir beim 22. September 2024. Warum überhaupt predigen? Und was heißt eigentlich predigen? Als Kind meiner Zeit, als evangelischer Theologe mit langer Erfahrung in Hauskreisen, lese ich in unseren Versen, ich bin entlastet, was das Predigen angeht. Ob jemand glaubt oder gar Gott bekennt oder nicht, das liegt nicht an mir. Und dann lese ich auch noch, ich sei gezwungen zu predigen. Ich habe gar keine Wahl. Mit diesem verwirrenden Paradox bin ich übrigens wieder direkt bei Dr. Luther, der immer wieder aufgezeigt hat, dass die Wirklichkeit der Welt unglaublich paradox ist. Ob er das von Paulus und solchen Texten wie den unseren hat? Schon 1520 hätte man wohl gerne so eine Art AfD gehabt, einfache, klare Lösungen, schön schwarz-weiß und schön falsch. Und schon 1520 erinnert uns ein Mönchlein daran, dass das Leben eben so gerade nicht funktioniert. Der Widerspruch ist Grundprinzip unseres Daseins. Und heute Morgen bei unserem Text, es liegt nicht an meinem Predigen und dann irgendwie doch. Warum also predigen?
Kann ich 2024 in einer multikulturellen Stadt, in einer offenen Citykirche überhaupt sagen, dass Menschen dem Evangelium gegenüber ungehorsam sind? Paulus verbreitet hier scheinbar ein übliches Bild von Predigt. Seid gehorsam, dann seid ihr gerecht. Bekennt, dann werdet ihr gerettet. Und, was hier übrigens nicht steht, wenn nicht, dann nicht. So eine Predigt will ich 2024 nicht halten. Das passt nicht in die Zeit und das passte es wahrscheinlich noch nie. Das soll Gott alleine machen, aber Freudenbote, das wäre ich schon gern. Von der guten Botschaft zu reden, das ist Auftrag der Kirche und vielleicht besonders so einer Citykirche wie der Lorenzkirche. In China habe ich viele Christen der ersten Generation kennengelernt und die haben Feuer. Die sagen, wir müssen predigen, uns geht es jetzt so viel besser als früher. Der Glaube hat unser Leben verändert, hat uns befreit. Wir müssen das irgendwie in die Welt rufen. Wir müssen predigen. Und das steckt mich an. Und das will ich auch. Und das hat, glaube ich, Paulus genau so gemeint. Ich will Freudenbote sein, in der Sprache meiner Zeit sagen, Gottes Botschaft zu vertrauen, das lohnt sich. Und dabei kann ich den Hindu und die Muslime auch stehen lassen und lieben. Ich kann sie ehren und ganz gelassen sicher sein, dass Gott einen Weg zu deren Herzen finden wird oder vielleicht längst schon gefunden hat. Aber was ich nicht kann, ist aufhören zu predigen. Nicht, weil das zu meiner Job Description gehört, sondern weil ich das Glück hatte, die gute Botschaft Gottes gehört zu haben. Ich bin zwar entlastet, weil ich nicht zu glauben brauche, dass die in der Hölle braten werden, die meine Predigt nicht gehört haben. Aber trotzdem kann ich das Predigen nicht lassen. Das klang jetzt für Sie zu Hause vielleicht ganz schön nach einem PfarrerInnen-Problemchen. Aber jetzt kommt die Frage 2. Was ist eigentlich Predigen? Hier steht, das Wort Christi macht, dass Menschen predigen und das wiederum bewirkt, dass Menschen glauben. Viele von Ihnen vor den Bildschirmen glauben doch, oder? Aber wir vermuten die wenigsten aufgrund einer genialen Sonntagspredigt. Die kam vielleicht dazu. Aber Ihr Glaube kommt aus Gesprächen, aus Beobachtungen anderer Christen, aus Geschichten der Großmutter oder solchen Dingen. Das heißt aber umgekehrt auch, diese Erlebnisse, Gespräche, Spaziergänge mit Christen, das alles sind Predigten. Zu predigen heißt, den Glauben zu leben. Ich kann mich mit einem großen Pappschild, auf dem steht, bekehrt euch, sonst werdet ihr in der Hölle schmoren, auf die Karolinenstraße stellen. Das wäre eine Art Predigen, wenn auch aus verschiedenen Gründen eine schlechte. Aber aus Jesu Liebe zu handeln, das ist auch Predigen und das rettet nicht nur den Prediger. Ob wir uns sozial engagieren oder unsere Beziehungen pflegen, wenn Jesus der Herr unseres Herzens ist, dann ist das eine Predigt. Wenn mich ein Bibelvers oder eine Predigt oder ein Satz in einem frommen Buch dazu bewegen, irgendwas in meinem Leben zu verändern oder auszuprobieren, dann predige ich selber. Das ist dann Bekenntnis meines Glaubens. Ein Beispiel, ich hatte mal in einer Kurzandacht vorgeschlagen, mal zu üben, täglich 10 Minuten still zu sein. Und das probierten damals tatsächlich ein paar Leute aus. Und dann habe ich gehört, das hatte Nebenwirkungen und das kann es immer haben. Vielleicht wird die Person unbemerkt beobachtet. Oder die KollegInnen bemerken, hoppla, sie wirkt plötzlich entspannter. Oder sie redet mit dem Freund darüber, wie blöd sie diese Übung findet, aber dem Freund gibt das genau den Impuls, den er gebraucht hatte, um es dann selbst zu üben und um Gott näher zu kommen. Wir sind alle immer PredigerInnen.
Gott benutzt uns alle, um seine gute Nachricht in die Welt zu tragen. Wir sind garantiert nicht sein einziger Trumpf, aber wir sind bestimmt nicht unerheblich. Gottes Geist arbeitet auch mit uns. Das Predigen der Schöpfung, das Predigen anderer bewirkt den Glauben in uns. Und das macht uns selbst zu PredigerInnen und das stärkt unseren Glauben und das gibt unserem Leben Tiefe und so weiter. Es ist eine ganz dynamische Sache. Wir wachsen da rein, wir machen Fehler, wir probieren Neues aus. Und wir können ganz entspannt sein. Aber wenn wir der Menschenfreundlichkeit Gottes vertrauen, ist uns die Entscheidung, ob wir predigen wollen, längst abgenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Satz jetzt Diskussionen auslösen wird und das wäre durchaus beabsichtigt. Und es wäre ein schönes Beispiel beginnender Predigtkultur. Denn wenn wir, die Gott vertrauen, alle sowieso predigen durch das, was aus unserem Herzen in unser Tun und Sagen fließt, dann wäre es doch eigentlich eine gute Sache, wenn wir uns darüber auch immer mal austauschen. Dass wir nach Sinn fragen und unsere Zweifel teilen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und uns die freudigen Aspekte unseres Glaubens, die vielleicht gerade in unserer hektischen Zeit verschüttet gehen, gelegentlich erzählen. Und dass wir, wie Paulus den Jesaja zitiert, echte FreudenbotInnen werden, die das Gute weitersagen. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, wir bitten dich für deine Kirche, dass sie immer wieder den Weg zur Reformation findet und eingeschlagene Wege verlässt, um dir neu und authentischer nahe zu sein. Wir bitten dich für Politik unserer Zeit, dass du unsere Demokratie schützt, dass Hass und Unversöhnlichkeit abnehmen und der gemeinsame Gestaltungswille aller unser Land gut regieren lässt. Wehre dem Machtstreben Einzelner und schenke Mut zu neuen Wegen.
Wir bitten dich für alle, die unter Kriegen leiden. Beende du alle Kriege. Wehe mit deinem Geist, dass Versöhnung und Menschenliebe wieder die Oberhand gewinnen in jedem Winkel der Welt. Wir bitten dich für alle Nürnberger Kirchen, dass wir uns gemeinsam immer wieder neu aufstellen, um deine Liebe und Freiheit in die Stadt hineinzurufen. Amen. Wir beten gemeinsam mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gottesdienstgemeinde vor den Bildschirmen, wir aus der Gemeinde der Lorenzkirche wünschen Ihnen aus der Rochuskapelle hier auf dem Rochusfriedhof in Nürnberg eine gute Septemberwoche. Gehen Sie unter dem Segen des menschenfreundlichen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.